Guten Tag, Leute. Es ist wieder Montag, also mache ich heute wieder mal ein Video. Diesmal wieder etwas spät, es ist gerade 8:30. Warum ich so spät poste, ist, weil ich jetzt auf Arbeit war, von früh bis jetzt fast. Ja, ein bisschen anstrengend. Ich bin es nicht mehr gewohnt zu arbeiten. Nach dem Abitur habe ich ungefähr 3 Monate gefaulenzt und gefeiert. Nicht gefeiert, eigentlich nicht, aber gefaulenzt. Und das ist jetzt für mich schon ein hartes Stück, 8 Stunden am Stück zu arbeiten. Lustige Geschichte von der Arbeit. Ich arbeite jetzt in einer sehr bekannten Fastfood-Kette. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Am Ende, ja, keine Ahnung. Ich sage jetzt mal bei einer großen Fastfood-Kette. Man kann sich wahrscheinlich denken, wo. Und es ist ziemlich gefährlich da. Also ich war an den Friteusen heute wieder und das sind keine Tattoos. Das sind, sieht man das? Das sind Narben von der blöden Friteuse. Sieht man das? Ich finde das ja, damit sehe ich voll hart aus. Als ob ich bei so einer Motorradgang mitmachen würde und Babyface heißen würde, keine Ahnung. Nee, aber lustig, was da passiert ist. Meine Chefin hat ein Zeugnis von mir gebraucht, damit sie sicher weiß, dass ich meine Schule abgeschlossen habe und alles Mögliche. Und dann gebe ich ihr mein Zeugnis. Und da steht halt Abschlusszeugnis, keine Ahnung, Hochschulreife, keine Ahnung. Und anscheinend, ich weiß ja nicht, sieht man jemanden das Abitur an? Ich finde nicht. Aber sie war sehr verwundert. Aha, Abitur haben sie. Das finde ich jetzt schön, ne? Dass sie als, ich sag jetzt mal, wie kann man das denn sagen, Immigrant, kann man das so sagen, dass sie Abitur haben? Und ich habe mir halt nur gedacht, einfach mal mitgrinsen, so, ja, bin hier geboren und auch wenn, weiß ja nicht. Also ich finde sowas immer, ich weiß nicht, ob ich dazu überempfindlich bin, aber wenn ich dann sowas höre wie, ah, oh, puh, sie können aber gut Deutsch. Ach, sie studieren jetzt? Finde ich jetzt aber gut, dass sie nicht Hartz IV nehmen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so ein Ding von Ausländern, dass man dann unbedingt, ich habe fetten Mückenstich, ein Ding von Ausländern, dass man unbedingt Hartz IV nimmt oder weiß ich nicht gut in der Schule ist. Gut, ich war nicht besonders gut in der Schule, aber also sich nicht irgendwie anstrengt oder irgendwie einen guten Abschluss macht oder so. Naja. Weg von dem Thema zu unserem Wochenthema. Wie wird man lesbisch? Gut. Die einen sagen, das liegt in den Genen, man ist so geboren. Andere sagen, es entwickelt sich so. Ich denke selbst, dass man so geboren wird, dass man eigentlich, ich glaube, der Mensch selbst steht auf beide Geschlechter. Vielleicht fühlt sie sich zu dem einen mehr hingezogen als zu dem anderen. Aber durch die Gesellschaft wird es einem vorgelebt, dass man als Frau auf einen Mann steht und als Mann auf eine Frau steht und sich dem angezogen fühlt. Und ich persönlich oder viele, denke ich mir auch, fanden Frauen schon immer attraktiver als Männer oder fanden Männer nie attraktiv. Und da denke ich mir mal, okay, das ist einem angeboren. Aber ich glaube auch, dass einige Frauen sich irgendwann mal nur noch zu den Frauen hingezogen fühlen, weil sie viele Enttäuschungen mit Männern oder durch Männer erlebt haben und sich dann irgendwann gedacht haben, ich hasse Männer, ich werde jetzt lesbisch. Den Satz hört man ja immer, wenn jemand gerade aus einer Beziehung kommt, ich hasse Männer, ich werde jetzt lesbisch. Ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert. Aber ich glaube auch, dass eben viele Frauen auch vielleicht durch den Sex mit Männern sich nicht befriedigt genug gefühlt haben und einiges schon da versucht haben und es nicht geklappt hat, und dann hatten sie Sex mit einer Frau und das war perfekt für sie und dadurch hat sich dann auch was entwickelt. Also ich glaube, es kann beides sein. Ich glaube, man kann, sag ich mal, lesbisch geboren werden oder es kann sich auch entwickeln. Ich finde, man muss nicht unbedingt den Grund wissen. Wenn man jemanden liebt, liebt man die Person. Und ich finde, man liebt auch nicht das Geschlecht. Ich finde, man liebt die Person wegen seiner Art und also der Persönlichkeit und alles Mögliche. Und ich meine, Sex kann gut sein, auch wenn was da nicht vorhanden ist. Oder schon. Ich meine, es gibt ja Hilfsmittel. Das will ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also wie gesagt, ich denke eben, Frau liebt Mann, Mann liebt Frau. Frau liebt Frau, Mann liebt Mann. Ist eigentlich alles egal. Hauptsache, Mann liebt. Man muss nicht unbedingt wissen, warum man jetzt so ist oder nicht. Es gibt aber eben verschiedene Thesen. Entweder es entwickelt sich oder man wird so geboren.
Ja, das war's jetzt auch schon von mir. Ein kurzes Video am Abend. Es tut mir nochmal leid, dass ich es so spät hochgeladen habe, aber ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, tschüss.